Die 10 gefährlichsten Orte, an denen du niemals schwimmen solltest. Die meisten von uns sehen einen See und haben sofort den Wunsch, darin zu schwimmen. Aber es gibt viele Orte, an denen es nicht nur gefährlich, sondern auch tödlich sein kann, zu baden. Literally behind me is a lake that is literally boiling. Literally. Nummer 10. Karatschai-See. Der Karatschai-See in Russland war zu Sowjetzeiten eine Deponie für radioaktiven Müll. Dadurch sammelten sich im Lauf der Jahre am Grund des Sees Unmengen an hochradioaktiven Ablagerungen an. Wissenschaftler vermuten, dass diese bis zu 3,4 Meter dick sind. Der See selbst ist gerade einmal 2,6 Quadratkilometer groß. Die gemessene Strahlung in ihm ist doppelt so hoch, wie die bei der Tschernobyl-Katastrophe 1986 freigesetzt wurde. Verantwortlich für die starke Verschmutzung ist die Mayak Production Association. Diese kippte ab 1951 all ihre radioaktiven Abfälle direkt in den Karatschai-See. Sie benannten den See in V9-Wasserreservoir um. Heute ist der See so gefährlich, dass niemand ihn besuchen kann, ohne sich hohen radioaktiven Strahlungen auszusetzen, selbst wenn er nur am Ufer steht. Nummer 9. Rio Tinto. Vom Schwimmen im Rio Tinto in der Nähe von Nerva, Spanien, ist wahrlich abzuraten. Das Wasser hier ist so sauer, dass sich deine gesamte Haut ablösen würde. Selbst für Wildtiere ist er nicht mehr bewohnbar. Der rot verfärbte Fluss fließt durch die südliche Region Spaniens. Seit etwa 5000 Jahren werden in seinem Einzugsgebiet Kupfer, Gold, Silber und andere Mineralien abgebaut. Das sich auflösende Eisen verleiht dem Fluss die rötliche Färbung. Groß angelegte Ausgrabungen durch Großbritannien ließen den Säuregehalt des Wassers im 19. Jahrhundert stark ansteigen und machten den Fluss zu dem, was er heute ist, eine tödliche Gefahr. Inzwischen liegt die Kontrolle für das Gebiet wieder in spanischer Hand, aber der Schaden ist da. Der Rio Tinto wird sich wahrscheinlich nie wieder erholen. Nummer 8. Horseshoe Lake, Kalifornien. Der Horseshoe Lake in Kalifornien sieht aus wie ein friedlicher, beschaulicher See. Aber der Schein trügt. Die Region weist einen hohen Anteil an natürlich vorkommendem Kohlendioxidgas auf. Da Kohlendioxid schwerer ist als Sauerstoff, sammelt er sich in Bodennähe. Dies führt dazu, dass die Ufer des Sees für Menschen und Tiere gefährlich sind. 1994 erschütterten mehrere Erdbeben die Gegend rund um den See und führten zu einer großen Freisetzung des geruchlosen Gases und einer unvorhergesehenen Zerstörung der Vegetation rund um den See. Seitdem überwachen Wissenschaftler den Kohlendioxidgehalt des Horseshoe Lake. Sie glauben, dass frühere Erdbeben unter dem Horseshoe Lake im Jahr 1989 einen Riss verursachten, durch die das Kohlendioxid nun seit den letzten Beben austreten kann. Nummer 7. Chaupati Beach, Indien. Chaupati Beach in Mumbai, Indien, ist bekannt als einer der meist verschmutzten Strände der Welt. Hier liegt angeschwemmter Müll von Schiffen, Tonnen von Müll, die Strandbesucher zurücklassen, sowie Verunreinigungen aus Abwasserkanälen. Bereits ein Schritt ins Wasser gefährdet deine Gesundheit. Zudem nutzen die Bewohner der nahegelegenen Slums den Strand mangels sanitärer Einrichtungen als öffentliche Toilette. 2013 wurden 1455 Fäkalbakterien pro 100 Milliliter Wasser festgestellt. Der Grenzwert liegt bei 500 Bakterien. Schwimmen am Chaupati Beach ist absolut nicht zu empfehlen, obwohl einige Einheimische es dennoch tun. Immer wieder finden Festivals am Strand statt, die ganze Menschenmassen an den Chaupati Beach locken, die dort dann feiern. In den letzten Jahren versuchten verschiedene Umweltgruppen, den Müll zu beseitigen. Zwar wurden große Müllmengen eingesammelt, aber die Einleitung des Abwassers aus Mumbai wurde leider nicht gestoppt. Nummer 6. Hanakapiai Strand, Hawaii. Dieser wunderschöne Strand heißt Hanakapiai Beach und liegt auf Hawaii. Im Wasser herrscht eine starke, unsichtbare Strömung, die einen Schwimmer leicht in den Tod reißen kann. Das nächstgelegene sichere Ufer ist 9,6 Kilometer entfernt. Wellen, die dich aufs Meer hinausziehen können, entstehen oft ohne Vorwarnung. Allein in den letzten Jahren sind 83 Menschen am Hanakapiai Beach ertrunken.
15 davon wurden nie gefunden, da sie von der Strömung weggetrieben wurden. Im Gegensatz zu anderen Stränden Hawaiis gibt es an diesem Strand keine schützende Riffbarriere vor der starken Meeresströmung, sodass die Wellen ungehindert auf das Ufer treffen. Das macht Hana Kapiai gefährlich für Schwimmer. Nummer 5. Fraser Island, Queensland, Australien. Fraser Island ist ein magisch aussehender Ort direkt vor der Küste von Queensland, Australien. Leider lauern hier und auch an anderen Stränden von Queensland tierische Gefahren. Fraser Island ist bekannt für große weiße Haie. Seit 1700 gab es 163 gemeldete Angriffe, 45 davon endeten tödlich. Als ob Haie nicht schon furchterregend genug wären, gibt es in den Gewässern auch Salzwasserkrokodile und giftige Blauringkraken. Für das Gift des kleinen Oktopus gibt es kein Gegengift. Außerdem gibt es auf der Insel keinen Notarzt. Die Insel ist noch dazu für ihre wilden Dingos bekannt, die gerne Strandbesucher angreifen. Hier bist du also nicht mal an Land sicher. Immer noch nicht überzeugt? Vielleicht überzeugt dich ja die gefährliche reißende Strömung von Fraser Island und die fehlenden Rettungsschwimmer. Gehst du dennoch schwimmen und schaffst es nicht mehr ans Ufer, hast du Pech. Nummer 4. New Smyrna Beach, Florida. New Smyrna Beach in Florida ist für die meisten Hai-Attacken bekannt. Haie verwechseln surfende Menschen oft mit ihrer bevorzugten Nahrungsquelle, den Fischen. Zu den hier anzutreffenden Haien gehören Schwarzspitzenhaie, Spinnerhaie und Tigerhaie. New Smyrna Beach ist mit 303 gemeldeten Haiangriffen Spitzenreiter von insgesamt 828 im Bundesstaat Florida. Das sind bei weitem die meisten Angriffe an einem einzigen Ort in den gesamten Vereinigten Staaten. Zum Glück sind die meisten Haiangriffe nur Probebisse. Der Hai schnuppert an den Menschen, stellt fest, dass er kein Fisch ist und lässt von ihm ab. Das Opfer behält eine Reihe von blutigen Zahnabdrücken und einen Schock. Aber alle Gliedmaßen bleiben unversehrt. Die Testbisse sind nicht tödlich, aber warum ein Risiko eingehen und dort schwimmen gehen? Nicht nur Schwimmer weit ab vom Ufer sind davon betroffen. Kürzlich stand ein 11-jähriger Junge im hüfttiefen Wasser, als er von einem Hai in den Fuß gebissen wurde. Nummer 3. West End, Grand Bahama Island. Ein weiterer wunderschöner Strand ist der West End von Grand Bahama Island. Dieser Strand ist bekannt dafür, an einem der haireichsten Gewässer weltweit zu liegen. Hier kannst du Tigerhaie in freier Wildbahn beobachten. Am Tiger Beach vor Grand Bahama finden regelmäßig Tauchexpeditionen statt, die einen Blick auf einen Hai aus nächster Nähe garantieren. Der Tigerhai kann bis zu 4,8 Meter lang werden. Nicht gerade klein, oder? Viele Taucher haben diese Gewässer auf ihrer To-Do-Liste. Neben Tigerhaien gibt es hier noch Hammerhaie, Schwarzspitzen und Bullenhaie. Obwohl Tausende von Tauchern jedes Jahr einen Sprung in die Fluten unbeschadet überstehen, sind die Fälle, in denen Haie angreifen, erschreckend. Kürzlich tauchte der amerikanische Chiropraktiker Dr. John Petty, ein 63-jähriger Mann aus Longview, Texas, mit 8 anderen Personen bei einer Expedition am Tiger Beach, als er verschwand. Seine Kamera und seine zerfetzte Tauchausrüstung wurden aus dem Wasser geborgen, aber seine Leiche blieb verschwunden. Nummer 2. Der Boiling Lake Dominica. Der Boiling Lake Dominica ist ein überfluteter Fumarole. Das ist eine vulkanische Dampfaustrittsstelle und zeigt sich als Riss oder Loch in der Erdkruste im Bereich von vulkanisch aktiven Gebieten. Die ausgestoßenen Dämpfe und Gase stammen von geschmolzener Lava aus dem Erdinneren. Der Boiling Lake ist von einem breiten felsigen Vorsprung etwa 30 Meter über dem Ufer zu sehen. Das Seebecken ist von hohen Felswänden umgeben. Der See liegt im Montreux-Piton-Nationalpark, Dominikas Weltkulturerbe. Normalerweise ist er in eine Dunstwolke gehüllt, aber die Bedingungen am See sowie die Wassertiefen ändern sich häufig aufgrund der geothermischen Aktivität unter der Erdkruste. Einige Menschen sind der Verlockung des Dampfes zum Opfer gefallen und haben fälschlicherweise versucht, in dem warm aussehenden See zu baden. Das Wasser kann Temperaturen von 90 Grad erreichen, was ausreicht, um dich gar zu kochen.
Im Dezember 1901 starben zwei Menschen beim Spaziergang um den See durch eine plötzliche Freisetzung stark giftiger Gase. Nummer 1. Byron Bay, Australiens Meeresschaum. In Byron Bay in Queensland, Australien, gibt es gelegentlich ein seltenes Ereignis. Durch den natürlichen Kreislauf von Wind, Wellen und natürlich verrottenden organischen Stoffen wirbelt das Meer riesige Mengen an Schaum auf, der wie Badeschaum aussieht. Der Schaum selbst stellt keine Gefahr dar. Er ist weder giftig noch schmutzig und besteht größtenteils aus Proteinen, die von der Zersetzung organischer Stoffe im Meer stammen, wie Algen, Pilze und Bakterien. Die Behörden warnen jedoch davor, darin zu spielen. Es könnte Seeschlangen und gefährliche Materialien enthalten, die durch schwere Stürme aufgewirbelt wurden. Im Internet gibt es Videoaufnahmen, die zeigen, wie eine Strandbesucherin ihren verschwundenen Hund verzweifelt in den Schaumbergen sucht. Glücklicherweise fand sie ihn kurz darauf lebend wieder. In der Gischt können sich auch gefährliche Wellen verbergen, die dich umwerfen und aufs Meer hinausziehen. In dem Schaum wurde schon allerlei Ungeheuerliches angeschwemmt, darunter die Hälfte einer Kuh. Hast du noch immer den Wunsch, in jedem Gewässer schwimmen zu gehen? Versteckte Gefahren können überall lauern. Was ist der verrückteste Ort, an dem du je baden warst? Schreib uns hierzu einen Kommentar.